Jeder von euch, der dieses Jahr entweder im Social-Media-Bereich oder im echten Leben CSDs miterlebt hat, hat wahrscheinlich auch von den ganzen Gegendemos hauptsächlich von jugendlichen Rechtsextremen mitbekommen, die wirklich ganz verrückte Aussagen getätigt haben. Also ich finde, Behinderte, die so geboren werden, sollten sich nicht weiter fortpflanzen, weil dann was in der Genetik nicht stimmt. Alle, die jetzt durch Unfall behindert geworden sind, ja. Also wie es da denn ist, weiß ich nicht, ob die das dann automatisch in der Genetik mit drin haben. So. Halt dich nicht zurück, SpongeBob, hau sie mir richtig in die Fresse! Diese Menschen sind allerdings nicht nur auf Gegendemos zu finden, sondern auch auf TikTok. Und deswegen ist es Zeit für das erste Format auf diesem Kanal. Die Nazi-Kinderbande. Nazi oder doch nur verwirrtes Kind? Für Namensvorschläge bin ich offen. Und damit darf ich euch präsentieren in der ersten Pilotfolge Lina. Ich darf euch die charmante Lina vorstellen. Charmant wegen der 444 im Namen. Das ist eine Engelszahl und die steht dafür, dass du bereit bist, beruflich weiterzukommen. Und die Lina ist bestimmt bereit, so langsam mal in die siebte Klasse voranzukommen. So nach 5 Jahren wird es auch wirklich mal Zeit. Ja, okay, gut. In manchen Kontexten kann auch 444 für dreimal das D, also dreimal quasi der vierte Buchstabe im Alphabet stehen, was dann wiederum Deutschland den Deutschen bedeutet. Aber ich meine, das muss ja nicht heißen. Ich meine, schaut euch Lina doch mal an, jetzt mal ganz ehrlich. Also so ein nettes Mädchen könnte doch nie mal... Was ist das für eine Flagge da? Das wird ja keine... Also ich meine, das wird ja keine Reichsflagge jetzt sein, oder? Ne, Lina, also... Ich meine, bestimmt ist sie ein nettes Mädchen und handelt gerne Vapes oder so, keine Ahnung. Und da hat sie gedacht, einfach mal so eine Handelsflagge im Hintergrund. Das wird sein, ja, Lina, Handelsflagge. Und dass sie Lonsdale trägt, ja, okay, also das ist halt eine Marke, die super, super gerne von Nazis getragen wird, aber ich meine, sie ist modisch vielleicht einfach nicht so interessiert, hat es irgendwo gesehen im Shop und hat sich das geholt oder so, muss auch nichts heißen. Weniger Zufall sind hingegen wahrscheinlich die 2 Achter-Billardkugeln hinter ihrem Namen auf TikTok. Ich find's wirklich, also jetzt mal no joke, wirklich unfassbar toll, dass sie ihr Interesse am Billardspiel halt so gerne auch öffentlich kundtut. Das ist wirklich bereichernd. Ich als erfolgreicher Billardspieler finde es toll, Gleichgesinnte da zu finden. Also Hater von Lina, ich weiß nicht, ob du da draußen vielleicht ein Hater bist, würden jetzt vielleicht sagen, dass 2x8 auch für 2x das H im Alphabet, also 2x der 8. Buchstabe stehen könnte. Das würde dann aber bedeuten, dass... Nee, nicht Lina. Nicht Lina. Lina will einfach nur zeigen, dass sie Billard so sehr mag, dass sie gleich 2 Kugeln dahin schreibt. Just hope you don't mind going fast. Here, let me show you how it's done. Oh, sorry. That's my phone. Major Emo hier. Komm nach Frankfurt, wir kämpfen. Was, wir kommen nach Frankfurt? Du bist mir nicht mal den Tank wert, ihr Hobby. Ich bezahle dir den Tank, ja, Ars. Ach, ich nehme kein Geld von Frauen. Ich zahle dich wie eine Frau. Aber genug von diesen Äußerlichkeiten, das interessiert ja sowieso keinen. Was macht Lina denn für Content auf TikTok? Politisches Asyl kriegt hierzulande jeder hergelaufen. Er kann alle die eigenen Bürger der politisch verfolgt. Das ist die Kehrseite der Goldmedaille. Hunderte aufrechte Nationalisten hocken hinter Gittern und Stacheldraht. Das ist die Realität in diesem sogenannten Rechtsstaat. Freiheit für alle Nationalisten, lasst unsere Kameraden raus. Freiheit für alle Nationalisten, brecht die Ketten, macht die Gefängnistore auf. Kennt ihr das Lied? Also ich persönlich kenn's jetzt nicht und sogar Shazam hat's nicht gefunden. Ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und meine Skills angewandt und es kommt von der Band die Lunikov-Verschwörung, deren Sänger Lanza ist. Und für alle, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, das ist der erfolgreichste und bekannteste rechtsextreme Sänger im Dachraum. Sie hatte auch leider noch ein TikTok, was jetzt nicht mehr existiert, dazu später nochmal, wo sie mitsynchronisiert White Power, also die Überheblichkeit der weißen Rasse, darstellt. Das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, aber wie gesagt, dazu später mehr. Über ihrer Flagge da oben, das seht ihr vielleicht, hat die liebe Lina auch noch ein Lanza-Plakat aufgehangen. Reichsflagge, Neonazi-Plakat, das Unkraut im Schrank da oben, das tut mir schon wirklich ein bisschen leid, so neben der ganzen anderen Deko, sage ich ehrlich. Also das Unkraut würde ich persönlich nicht gerne sein. Aber apropos Deko, also wir sehen jetzt hier bestimmte Artefakte an der Wand, aber wo sind denn die Schulbücher, Lina? Also du musst ja auch mal was lernen, also zum Beispiel Geschichte oder so. Denn bei uns stehen die Bücher rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal, bei uns
stellen die Bücher rechts im Regal, rechts im Regal. Ach so, okay, ey, sag das doch gleich, Lina. Also dann, die Bücher stehen rechts im Regal, dann sieht man die natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bei ihr überhaupt irgendwas im Regal steht. Jungs, doch bitte nach. Ja gut, hätte mich auch gewundert. Danke fürs Nachschauen, Jungs. Aber ich stehe jetzt wirklich auf dem Schlauch. Was ist denn die Lina jetzt nur? Ein verwirrtes Mädchen oder Neonazi-Mädchen? Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Problemchen, was ich gerade auch schon angesprochen habe. Ich hatte ihre TikToks dummerweise nur geliked und nicht abgefilmt. Großer Fehler, ich weiß. Und auf einmal waren alle Videos weg. Ich wollte es im Stream den Leuten, die im Stream dabei waren, schon mal zeigen, was als nächstes Video kommt. Und da waren alles weg. Ich konnte gar nichts zeigen. Ich dachte halt erst, die hätte mich irgendwie blockiert. Die ist mir auf die Schlicht gekommen, ich bin aufgeflogen, dann habe ich Zuschauer checken lassen und der Link war auch bei denen tot und dann habe ich gesehen, sie wurde gesperrt und zwar zum 7. Mal. Ey, immerhin macht TikTok seinen Job, kann man nichts sagen. Und jetzt gehen wirklich dicke Props raus an Julian und Lisa. Die haben nämlich live im Stream ihren Account, also ihren neuen Account mit nur 300 Followern und 3 Videos gefunden. Junge, ihr seid Legenden. Ich schwöre, du bist ein verficktes Genie. Julian, egal was ich für dich tun kann, ich mache es. Du bist eine verfickt lebende Legende. Also dafür schreibt einfach mal in die Kommentare einen schnellen Kommentar. Danke, Julian und Lisa. Wirklich, ihr seid die Besten. Ohne euch hätte dieses Video hier nicht weitergehen können. Also, ich bin mir echt nicht sicher. Ist Lina jetzt einfach nur ein verwirrtes Kind? Ich meine, schaut euch mal das hier an. Ja, okay, ignoriert jetzt einfach mal das T-Shirt, juckt, aber sie hört die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt und schaut dabei so. Sie kann kein Neonazi sein, das ist nicht möglich. Aber dann kommt halt wieder so ein Schmarrn. Alle anderen können einfahren, Hauptsache du musst niemals in den Knall, ihr linken Fotzen, ihr linken Fotzen. Nee, Lina, also weiß ich echt nicht. Also, es riecht mir so langsam ein bisschen angenazit. Schreibt auch gerne eure Vermutung mal in die Kommentare von den nächsten 10 Probanden, die wir hier behandeln, die wir unter die Lupe nehmen. Wie viele davon werden verwirrte Kinder sein und wie viele davon werden Neonazis sein? Also ein bisschen eure Vermutungen. 2 von 10, 3 von 10, 9 von 10. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, so fleißig zu kommentieren, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, falls euch mein Content und die Videos und das neue Format hier gefällt. Würde mich ultra freuen und supporten. Vielen Dank dafür. Das war's aber noch nicht mit Lina. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber es sieht mir hier alles schwer nach ihrem Kinderzimmer aus. Da frage ich mich bei solchen Leuten, mit solchen Kindern immer, was halten deren Eltern bitte davon? Und zweitens, wollen die auch irgendwann nochmal einen Job finden? Auf die erste Frage geht Lina sogar selbst in diesem Kommentar hier ein. Nils Holgersohn schreibt, ich wäre so stolz, wenn du meine Tochter wärst. Und Lina antwortet, wünschte, meine Eltern würden das auch so finden. Das ist halt wirklich krass, weil man ja vermuten würde, dass ihre Eltern sie vielleicht so da reingebracht haben, durchs Vorleben und so weiter. Aber die scheinen halt wirklich gar nicht davon begeistert zu sein, also W-Eltern. Aber gut, dass Nils Holgersohn auch mal nachhakt. Nicht gut, dass er stolz wäre, wenn das seine Tochter wäre. Das heißt, er ist vom selben Schnitt. Zum Glück hat es nicht Nils Holgersson, sondern nur seinen scheiß Sohn geschrieben. Immerhin, sonst wäre meine Kindheit vielleicht zerstört gewesen. Ihr alle könnt euch doch sicher noch an diesen Typ erinnern. Richtig, Nils Holgersson. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Was ihren Job irgendwann mal angeht, tja, liebe Lina, also wenn du mal bei größeren Arbeitgebern arbeitest, wenn du jetzt irgendwie bei der Metzgerei um die Ecke arbeitest, die juckt das wahrscheinlich nicht, aber wenn du irgendwie mal dich für einen Job mit Verantwortung bewirbst in einem größeren Konzern, dann werden die dich immer googeln, im Internet abchecken, vielleicht sogar noch eine tiefgründige Recherche machen. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche großen Konzerne oder mittleren Unternehmen irgendwie Neonazis einstellen wollen. Das ist wirklich nur ein gut gemeinter Rat von mir. Also wenn du schon unbedingt diese Einstellung haben willst, was ich überhaupt nicht supporte und richtig scheiße finde. Und da solltest du sowieso nochmal drüber nachdenken. Dafür ist auch dieses Video da. Aber trotzdem, wenn du es halt unbedingt sein willst, dann mach das bitte für dich, ja? Und poste das nicht. Das ist so dumm. Also wirklich, das ist einfach unfassbar dumm, dumm, dumm. Also ich bin mir wirklich sicher, dass diese rebellische Phase gerade Spaß macht, anscheinend auch gegen die Eltern und so. Und ja, du willst irgendwie zu was dazugehören und so. Alles cool, du hast deine Gruppe gefunden, alles entspannt. Aber das ist es wirklich nicht wert. Also in ein paar Jahren guckst du auf dich zurück und denkst dir, was war ich für ein wirkliches Opfer? Ja, und dann hast du Probleme bei der Arbeit, bist in irgendwelchen scheiß Neonazi-Kreisen, vielleicht bleibst du sogar auf denen hängen. Also das sind ja auch richtig gefährliche Menschen um dich herum. Also wirklich bei aller Liebe,
denk da mal nochmal drüber nach. Und dann habe ich noch den Kommentar hier gefunden. Alter Lina, wirklich, also bei aller Liebe, schau dir doch mal an, was du da likest. Und auch, was du im Namen hast, eine 88. Also wirklich, das müsst ihr euch mal geben. Das ist die eine Sache, wenn man irgendwie die AfD wählt, rechts ist oder so. Das supporte ich nicht, finde ich nicht gut, aber das ist deren Meinung. So, macht halt, ne? Aber wie viele von denen auf einmal halt auch wieder Hitler feiern und so Nationalsozialismus. Alter, wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wisst ihr, wie diese Zeit überhaupt war? Ohne Witz, ich finde das so erschreckend. Also Real Talk, das ist so ein, keine Ahnung, 15-jähriges Mädchen, die einfach Hitler supportet. Also wirklich, Lina, raff dich mal. Du kämpfst hier gerade gegen deine eigenen Rechte. Wenn die mal in die 9. Klasse kommt, in 10 oder 20 Jahren und ein bisschen im Geschichtsunterricht was lernt, wenn nicht gerade ein gewisser Björn oder Bernd ihr Geschichtslehrer ist, wird sie hoffentlich merken, dass es Frauen im Nationalsozialismus nicht ganz so gut hatten. Die hatten nicht so viele Rechte, die hatten eher Pflichten, wie zum Beispiel Männern gehorchen und Kinder rausscheißen. Nicht nur als Jubelkulisse sollen Frauen dienen. Kinder zu gebären ist die weibliche Bestimmung im Sinne der NS-Ideologie. Es gibt keinen größeren Adel für die Frau als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein. Das ist der höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann. Eigenständigkeit ist nicht gefragt. Die Frau hat sich zu fügen und Kinder in die Welt zu setzen, dem Mann ergeben zu sein. Ab 4 Geburten gibt es ein Mutterkreuz zum Dank. Dem Führer Kinder schenken ist die Losung. Künftige Soldaten für Hitlers Armee das Ziel. Ihren Insta-Account Lina.88 konnte ich leider nicht mehr finden. Der wurde anscheinend auch gesperrt. Deswegen soll es das an der Stelle gewesen sein. Lina, raff dich. Abonnieren und Like nicht vergessen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war mir eine absolute Ehre. Wie gefällt euch das Format? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.